So, hallo, ich möchte jetzt mal ganz kurz zeigen TuneUp 97 und zwar die TuneUp Utilities, die kennt ihr wahrscheinlich alle, eine Sammlung von Tools und Funktionen, um sein Windows ein wenig aufzubessern, beispielsweise von der Performance her und von Grafik und Bedienkomfort. Was die Performance angeht, darüber streiten sich die Leute seit jeher. Ist es ein gutes Tool, ist es ein schlechtes Tool? Das steht ja da deshalb immer wieder in der Kritik. Ich würde aber sagen, Fakt ist, dass man damit, wenn man richtig umgeht, wirklich schnell und leicht einige Anpassungen am System vornehmen kann, ohne dabei in der Registry bzw. an irgendwelchen Systemdateien herumzuspielen, wo man gerade als Anfänger zum Beispiel leicht etwas kaputt machen kann. Die erste Version erschien 1997 und hieß dementsprechend auch TuneUp 97, seht ihr hier gerade vor euch. Ich habe das jetzt mal hier unter Windows 98 installiert. Konzipiert wurde das Programm auch für die damalige 9X-Reihe, also 95, 98, was da so alles in dieser Zeit kam. Auf den ersten Blick sieht man direkt, dass auch hier noch nicht an bunten Symbolen und farbigen Icons gegeizt wurde. Das ganze Programm ist durchzogen, geschmückt mit bunten Grafiken, die einem die Bedienung erleichtern sollen und das ganze Programm optisch wahrscheinlich auch noch aufwerten. Sehen wir uns doch mal die Features an, die das Programm alles zu bieten hat. Also hier haben wir, das Ganze ist in verschiedene Rubriken unterteilt. Hier sind es Registerkarten, also Tabs. Ich habe auch hier nochmal eine aktuelle Version von TuneUp Utilities. Nein, hier jetzt nicht. Moment. Hier. Hier war das auch schon so gelöst worden, dass man hier nicht alles auf eine Oberfläche geklatscht hat, sondern in Kategorien aufgeteilt hat, die einzelnen Funktionen. Hier, das sieht natürlich optisch moderner und selbstverständlich auch von der Bedienung her flüssiger aus als hier die Version von 1997. Dennoch ist sie meiner Meinung nach gut strukturiert und klar verständlich. Beispielsweise hier diese Fensteranimation, die kann man mit einem Klick ausschalten. Beispielsweise momentan ist sie aktiv. Da zieht das sich so in diesem Effekt wieder in die Taskleiste, wenn man minimiert. Wenn man das jetzt deaktiviert, übernehmen. Oh, dann will der Neustart. Ja, das ist jetzt hier deswegen, da kann man nämlich jetzt die Einstellungen ändern, die unter System angezeigt werden sollen, also eine OEM-Nummer des Computerherstellers, Firmenname und der Name des Computers. Das gibt sich dann hier zu zeigen. Registriert für, das funktioniert allerdings erst nach einem Neustart, deswegen wurden wir da gerade drauf hingewiesen. Wenn ich jetzt die Fensteranimation mal aktiviere, wenn ich das Programm beende, kann ich auch die Einstellung speichern. Ich starte es erneut, hier hat man es auch gerade gesehen, das hier ist Version 1.1a, die stammt schon aus 1999, ist aber im Prinzip ähnlich der ganz alten Version. Hier kann man es jetzt nochmal, hier ist es jetzt deaktiviert und da fällt direkt auf, zack, das verschwindet sofort ohne einen Effekt. So, übernehmen. Kann man beispielsweise auch noch die Farben für die Symbole einstellen. Schriftarten glätten, wobei das jetzt nicht sonderlich Effekt zeigt. Hier sieht man es leicht, wie man das vielleicht bei Windows 7 und auch bei Windows XP als Clear Type kennt. Also das sieht hier noch nicht so schön abgerundet aus. Hier den Hintergrund kann man verändert anordnen. Das sieht dann ein bisschen ansprechender aus hier mit dieser flüssigen Echtzeitdarstellung, als das in Windows standardmäßig der Fall ist. Das gibt es ja hier auch. Da kann man nur halt eben in so einer Liste sehen, was man denn gerade ausgewählt hat. So, den Bootvorgang kann man bearbeiten, beispielsweise hier die Start- und Endscreens. Sie können den Computer jetzt ausschalten, Bildschirm kann man verändern und gegen eine andere Bitmap-Grafik austauschen. Man kann einstellen, welches Betriebssystem beim Booten als erstes gestartet werden soll. Beispielsweise damals gab es dann ja häufig auch noch MS-DOS. Das Bootmenü kann hier ganz einfach über die GUI
verändert werden. So, hier unter Erweitert auch nochmal eine schöne Pracht von Symbolen, hier die Autostart, Medien konfigurieren, dann Programme deinstallieren, gibt es hier so eine simple Liste, wobei das Windows hier auch schon mitbringt. Das Startmenü kann man hier auch optisch mit sofortiger Darstellung verändern. Die Größe des Pufferspeichers, dann noch hier so andere diverse Einstellungen, wie zum Beispiel die Ausrichtung von Dropdown-Menüs, Papierkorb-Einstellungen, also schon eine große Auswahl. Systeminfo, hier haben wir das, was wir auch unter Windows 7 und Windows XP im Start, im Task Manager finden. Das hat dieser Task Manager hier noch nicht dabei, kann ich auch mal ganz, hier funktioniert das so nicht, ich muss mal hier mit. Da haben wir nämlich nur Anwendung schließen. Das ist hier der einzige Task Manager. Windows 98 standardmäßig bietet dieser Systemmonitor hier mit den ganzen aktuellen RAM, Grafik und CPU-Informationen. Das gibt's nur halt in TuneUp. So, Systemeinstellungen, noch weitere Informationen. Reparieren, das bietet das heutige TuneUp ja auch noch. Zum Beispiel, wenn man hier Grafiken zerstört hat, beziehungsweise irgendwelche Probleme hier, Symbole werden fehlerhaft dargestellt, das kann hier mit einem Klick versucht zu werden, automatisch zu retten. Die Registry kann repariert werden, die Symbole, das komplette System, so, wird dann aufgefordert, nochmal die Einstellungen alle neu einzulesen, den Papierkorb, falls der mal verschwunden sein sollte, Performance-Einstellungen, hier bekommt man auch so super Tipps, die ich aber meistens ziemlich unnötig finde in TuneUp Utilities. Ich weiß auch nicht, ich habe jetzt auch hier nur Version 12, weil ich es nicht eingesehen habe, jetzt noch Version 13 zu kaufen, 2013 zu kaufen, weil die meiner Meinung nach nicht genügend Neuerung bietet und hier diese ganzen Optimierungsmöglichkeiten, die finde ich eh meines Quatsch. Und zu guter Letzt noch ein About-Fenster hier. War nicht kostenlos, das Programm war eine Shareware. Ich glaube, zeitlich begrenzt oder im Funktionsumfang begrenzt, ich weiß nicht mehr genau. Ich habe jetzt jedenfalls hier noch die Version irgendwann mal gekauft gehabt, die gab es da ganz günstig. Deswegen, ja, steht hier auch diese Version von TuneUp 97 ist registriert. So, stelle ich mir also ganz sinnvoll vor. Damals konnte man dann schon einiges machen, wofür man, wie gesagt, in Windows manuell einige Handgriffe erledigen musste, die auch nicht häufig komplett ungefährlich sind. Beziehungsweise die häufig nicht komplett ungefährlich sind. So rum. Entschuldigung. So, danke fürs Zusehen. Ciao.